Hallo meine Lieben, heute backe ich Kuchenstollen zum Weihnachten und ich habe alles hier vorbereitet schon. Ich habe genommen 1 Kilo Mehl, das Mehl habe ich schon durchgesiebt, das mache ich immer. Die Rosinen, hier habe ich 150 Gramm Rosinen, ich habe sie eingeweicht im Rom. Die stehen bei mir schon 2 Tage. Je länger stehen sie, dann schmecken sie auch besser. Sehen Sie, die sind schon so groß geworden, ganz aufgeweicht. Dann nehme ich 2 Teelöffel Zimt. Dann brauche ich noch solche Fruchtenmix. Ich habe Mix genommen. Solche. 100 Gramm sind drin. Vanillezucker nehme ich 2 Packungen. In jeder Packung habe ich 8 Gramm. Und 2 Packungen nehme ich Backpulver. In jeder Packung ist 15 Gramm sind drin auch. Dann brauche ich noch Mandel. Mandel habe ich durch Blättchen genommen. Und gehübelten nehme ich noch solche. 6 Eier, 250 Gramm Zucker. Ich mache den Teig heute kein Hefeteig, mache ich mit Quark. Quark habe ich hier 500 Gramm. So, weicher Quark, so. Kann ich auch so machen. Und Mandel zeige ich Ihnen, welche habe ich gekauft. Vielleicht weiß jemand nicht. Solche, das sind die Blättchen, das sind die Hübel. So. Butter brauche ich 400 Gramm. Der ist weich. Ich habe ihn früher rausgeholt vom Kühlschrank. Und jetzt machen wir den Teig. Heute mache ich den Teig in meine Küchenmaschine. Zuerst mal kommen hier rein die Eier. Und den Zucker nehme ich. Und das muss ich ganz, ganz schön weiß schlagen. Das dauert ungefähr 3-4 Minuten. So, die Eier habe ich so ganz schön, vielleicht zeige ich Ihnen auch, das nehme ich raus. Jetzt nehme ich das den Griff. So. So, jetzt kommen die, kommt das, der Butter hier rein. Und den Quark. Das kommt gleich. Und das muss ich auch ganz schön vermischen. Das ist so ein schneller Teig heute. Aber schmeckt sehr, sehr lecker. Zum Weihnachten backe ich immer den Kuchen. Ich glaube, alle Leute backen zum Weihnachten. So, jetzt muss ich jetzt wechseln. So. Und jetzt muss ich das ganz, ganz schön vermischen. Das dauert auch so 3-4 Minuten. So. Den Butter habe ich vermischt, einfach vermischt. Das geht auseinander alles. Und jetzt kommen, nehme ich zuerst mal das Mehl. In das Mehl nehme ich den Backpulver und vermische das bisschen alles. Und das Mehl nehme ich immer nach und nach. Ich nehme das auf einmal nicht hier rein. Immer ein bisschen weiß. Jetzt mache ich meine Maschine an. Ich glaube, ich bin so rausgefallen, das geht.
So, jetzt kommen die Früchte hier rein. Jetzt kommt alles hier rein. Dann nehme ich die Mandeln, Zimt und die Mandeln auch und vermische ich das gleich alles. Ja, die Rosinen auch noch. So, die Rosinen drücke ich ein bisschen so aus. Alkohol, ganz Alkohol brauchen wir nicht. Das war Alkohol, glaube ich, so 100 Milliliter. Oh, das duftet aber. Das duftet aber. So. Das bleibt übrig. Das kann man nächstes Mal in anderen Teig auch dabei mischen. Jetzt auf kleine Stufe rühre ich das alles um und dann kommt das Mehl rein. Jetzt gebe ich das Mehl hier langsam so dabei. Den Teig habe ich so ausgeknetet in der Maschine. Jetzt kommt er auf den Tisch rauf. Nehme ich Mehl. Und hole ich ihn raus. Es klebt alles. Ein bisschen immer Mehl nehmen. Mehl nach oben so. Jetzt verteile ich das, den Teig auf 4 Stück. Ich mache 4 Stück, nicht so großen. Kann man 2 machen, aber die sind so groß. Ich mach raus 4 Stück so. Mehl, immer Mehl nehmen. Der Teig ist weich. Das lege ich zur Seite zuerst mal. Der Teig riecht so lecker, will man schon probieren. So. Jetzt mache ich die fertig. Ohne Mehl geht das nicht, muss man immer ein bisschen Mehl dabei machen. So. Jetzt verdrücke ich das so. So. Ich mache so kleine heute. Jetzt nehme ich eine Seite, nicht auf die Hälfte, einfach so ein bisschen muss man ihn so festdrücken. So. Noch einmal so. Und so lasse ich das. Hier mache ich auch so eine. Dann sieht das so aus. Das mache ich so. Hier habe ich noch schon ein Blech vorbereitet und lege das gleich auf das Blech drauf. Solche Formen mache ich. Dann machen Sie
anderes, dann können Sie auch anderes machen. Jetzt mache ich das zweite auch. Und so mache ich die alle vier. Den Backofen mache ich gleich schon an. Auf 180 Grad bis 200. So. Muss ich sie ausbacken. Ungefähr so 45-50 Minuten dauert das. So, ein bisschen dran geklebt. Muss man immer mehr Mehl nehmen. Ich nehme auch ein bisschen gleich Mehl. So. Das ist so eine Arbeit mit Mehl. Der Teig ist so weich und klebt. Den zweiten habe ich auch fertig gemacht. So, sehe, das ist alles aus. Den Backofen habe ich schon angemacht zum Auswärmen. Und ich lege so zwei Stück auf ein Blech und backe sie. Ich stelle die erste schon in den Backofen rein. Wie gesagt, 45 bis 50 Minuten ohne Umluftung. Aber Sie müssen immer gucken nach Ihrem Backofen. Wie backt Ihre Backofen? Vielleicht brauchen Sie länger Zeit oder weniger. Und ich wollte noch sagen, mit diesen Rosinen, wenn wollen Sie keinen Alkohol nehmen, können Sie auch mit heißem Wasser einfach einschütteln und ein paar Stunden stehen lassen. Das geht auch. Ich habe mit Alkohol gemacht, das riecht so lecker. So. Die ersten sind fertig. Jetzt habe ich hier schon Butter, geschmolzene Butter gemacht. So. Und jetzt muss ich ganz, ganz schön schmieren. Zwei, dreimal schmiere ich sie. Das muss einziehen, der Butter, und dann schmiere ich sie noch ein, zwei oder dreimal Minimum. Das muss man unbedingt machen. Ist ein bisschen so geplatzt, aber das ist nicht schlimm. Haben Sie schon gekauft bei Geschäft? Die sind auch so ein bisschen aufgegangen, geplatzt. Ich habe schon die zweite reingestellt. Jetzt schmiere ich sie ganz gut. So. Lasse ich das. Hier ist schon eingezogen, kann man gleich noch einmal durchgehen. So. Innen drin auch. Stollen, er muss schon so butterig sein. Dann schmeckt er es auch ganz, ganz lecker. Das ist das erste Etappe. Gleich machen wir weiter. So. Lass ich jetzt ein bisschen durchziehen und dann schmiere ich noch einmal. Und das letzte Mal. Dreimal reicht es. Jetzt lasse ich sie so stehen. Sie müssen jetzt ein bisschen abkühlen und dann streue ich sie mit Puderzucker.
erstmal streuse ich ein bisschen so einfach Zucker drauf. Dann halt die Puderzucker halt besser. In der Trin überall so. Nicht viel, ein paar Prisen so. So, jetzt nehme ich Puderzucker und ganz einfach, ganz viel, viel so mit Puderzucker bestreuen. Und solche Stollen können haltbar sein bis halbes Jahr. Ich lasse sie jetzt so liegen. Sie müssen ganz, ganz schön abkühlen. Und dann nehme ich Frischfolie und dicke sie mit Frischfolie zu. Ganz, ganz ab, schön. Und in so einen kühlen Raum liege ich sie. Und je länger liegen sie, dann schmecken sie noch besser. Sie wissen das schon. Aber ganz viel Puderzucker dran machen. Die zweite backen sie bei mir auch schon. So. So mache ich das. Nur ich glaube, jeder macht so mit Puderzucker. So sieht das jetzt alles aus. Jetzt lasse ich das so liegen zum Abkühlen, bis die zweite sind fertig. So, meine Stollen habe ich fertig gebacken. Die sind alle vier Stück, habe ich schon so mit Puderzucker gestreuselt. Das sind die zweite, das sind die erste. Jetzt lasse ich sie noch ein bisschen abkühlen und dann schneiden wir eine an. Wir müssen doch gucken, was ist immer drin passiert. Und wir warten noch eine halbe Stunde ungefähr, warten wir. So, meine Stollen sind jetzt ganz schön abgekühlt. Ich will jetzt anschneiden eine und zeigen Ihnen, wie sieht das innen drin aus. Sieht schön weich. Weich. Zeige ich Ihnen. So, sieht das schön aus innen drin. Es duftet, es riecht so lecker, kann man schon Tee trinken oder Kaffee oder mit Milch. Ich wollte ja noch sagen, ich nehme jetzt Frischfolie, ich habe schon das gesagt, und wickel ganz, ganz schön ein und sie bleiben liegen bis zum Weihnachten. Die Stollen liegen sich längere Zeit, die schmecken noch besser. Und eine essen wir auf und die drei verpacke ich und lasse ich für die Weihnachten. Vielleicht backe ich noch mit Hefeteig einmal. Ich guck mal. Sonst, wenn hat es Ihnen gefallen, können Sie Daumen nach oben stellen und abonnieren Sie meinen Kanal, bleiben Sie mit mir auf meinem Kanal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hauptsache gesund bleiben und bis nächstes Mal auf meine Küche. Tschüss!